Ja, hallo Timo. Was sind deine Erwartungen an das Spiel am Samstag? Meine Erwartungen, ja, eigentlich 3 Punkte auf jeden Fall. Gerade nach dem letzten Spiel, wo wir leider nicht gewinnen konnten. Und ja, das war die erste Niederlage gegen Bochum in dieser Saison. Und da wollen wir natürlich die richtige Antwort zeigen am Samstag und dann 3 Punkte einfahren. Und wie fühlt es sich für dich an, vor so vielen Leuten zu spielen? Ja, am Anfang, wo ich das noch nicht so kannte, war ich schon ein bisschen nervös auch. Ich denke, das ist ganz normal. Aber andererseits habe ich mir das auch immer gewünscht, da zu stehen, wo ich früher selbst Fan von war. Und ja, es ist ein Traum, immer wieder einzulaufen in das Stadion. Gerade wenn wir zu Hause spielen, ist das ein Riesenerlebnis für einen. Und ja, also es macht mich immer wieder stolz, da auf dem Platz stehen zu dürfen. Und wie schaffst du es, dich zu motivieren, wenn es mal nicht so gut läuft? Motivieren muss ich mich eigentlich nicht. Also ich ja, spiele seit ich 5 Jahre alt bin Fußball und bin immer mit vollem Einsatz dabei. Ich denke, das gehört auch dazu, wenn es mal nicht so gut läuft. Und gerade dann muss man ja, sich motivieren können, auch vielleicht noch eine Schippe drauflegen zu können und ja, dann die richtige Antwort zu zeigen. Von daher das Problem mit der Motivation, das habe ich nicht. Und für die weiblichen Zuschauer, wie ist das? Hast du eine Freundin? Ja, habe ich seit 3,5 Jahren jetzt, ja. Ja, ich denke, für sich ist es auch immer wieder ein Erlebnis auf jeden Fall, mich da auch zu sehen. Gerade am Anfang war es sicher auch ungewohnt, weil sie mich auch schon gesehen hat, wo ich hier bei der U19 oder bei den Amateuren gespielt habe, vor teilweise 100 Zuschauern eben. Und dann ist es schon was anderes, wenn man dann im Fernsehen ist und vor 50.000 dann spielt auf einmal. Aber sie hat sich jetzt inzwischen auch dran gewöhnt. Und könntest du dir vorstellen, auch in der Nationalmannschaft zu spielen? Ja, also ist natürlich mein Ziel und mein Traum, irgendwann auch mal in der A-Nationalmannschaft zu spielen. Momentan bin ich jetzt in der U21 und versuche mich da zu etablieren. Habe da auch schon starke Konkurrenz mit Ter Stegen und Leno, die beide in der ersten Liga schon spielen. Da möchte ich hin mit dem FC und natürlich ist es auch mein Ziel, irgendwann mal ja, A-Nationalmannschaft zu spielen. Und welche Vorbilder hast du persönlich? Ja, aktiv ist er nicht mehr. Edwin van der Sar war immer so mein Vorbild im sportlichen Bereich, weil ich ja, mir immer sehr viel von ihm abgeschaut habe und er am ehesten so meiner Spielart ja, entsprochen hat. Und da habe ich mir versucht, einige Dinge abzuschauen. Leider ist er jetzt nicht mehr aktiv, aber das war immer so mein Vorbild. Noch eine Frage habe ich. Die ist aber ein bisschen pikant. Okay. Dann brauche ich ein Würdest bisschen du für Zeit, um. Geld wechseln oder bist du dem FC Oh. treu? Ja, also man weiß im Fußball nie, was da passiert, aber grundsätzlich möchte ich jetzt als nächstes mit dem FC aufsteigen und dann natürlich auch erste Liga spielen. Deswegen sehe ich meine Zukunft da auch ganz klein Köln und was jetzt in 5 oder 10 Jahren ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Das lasse ich auf mich zukommen und momentan denke ich da aber nicht drüber nach. Okay, danke, Timo. Bitte.